Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Unravel. Ja, ich weiß überhaupt nichts über dieses Spiel, wollte es aber schon lange spielen, da ich es sehr interessant fand, wie das Ganze aussah halt, oder wie es halt aussieht und wie es aufgebaut ist. Und dass es ein neues Studio ist, das natürlich also sein ganzes Herzblut da reingesetzt hat in dieses Game. Und ich finde die ganze Sache sowieso interessant, schon allein von Alone in the Dark? Nee, wie hieß das? Never Alone, genau. Never Alone. Solche Spiele sind ja richtig schön und ich würde dieses Spiel jetzt hier auf dieselbe Stufe stellen, aber ich will nicht lange rumquatschen. Wir haben jetzt hier das kleine rote Fadenmannequin und ja, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken, was das hier für eine Geschichte ist. Wir verlieren natürlich immer Faden. Okay. Wir können überall hier rum laufen. Und rumklettern, das ist ja toll. Hui. Disteln und Gräser. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte, ey? Das Meer und oh. Okay, aber wir fangen jetzt erstmal von Anfang an. Sonst weiß ich nachher nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Ich finde es jetzt schon total klasse. Ich liebe solche Spiele. So. Schlagen das Buch auf. Okay, so machen wir es wieder zu. Okay, die Bücher, also dieses Buch ist auf jeden Fall leer, das Fotoalbum. Und ich denke mal, wir müssen das vervollständigen. Ich muss ja eben die Musik ein bisschen leiser machen. Macht mich gerade ein bisschen fertig, die Musik. Sie ist immer noch sehr laut. Aber es geht. Okay, fangen wir mit Disteln und Gräser an. Ein Schmetterling. Jetzt können wir hier einfach so rumlaufen und... Hurala. Ja, die neue große Welt. Okay, der Schmetterling spielt Fangen mit uns. Unser Seil, unser Dingens geht alle. Okay, wir brauchen neu. Du brauchst mehr Garn. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Okay. Einmal eingewickelt und weiter geht's. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. LT und wieder hochklettern. Und zack. Ah, es hat funktioniert.
Hui! Das macht mega Spaß. Oh, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Scheiße. Das macht mega Spaß. Wie geil ist das denn bitte gemacht? Oh. Mhm. Und das Erinnerung. Oberflächen so kann ihn hochklettern. Oh, okay. Super. Ach, scheiße. Das sollte man eigentlich bei so einem Spiel nicht sagen, solche Wörter. Aha. Okay. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder eindrehen. Okay, ist das jetzt eine Sicherung? Drüben rechts, aber so geht es auch, um dich zu katapultieren. Ach so, okay. Linken Stick. Nach unten gezogen und anschließend losgelassen. Erstmal hoch und dann so. Zack. Oh. Die beiden Äpfel. Lass dich an dein Lasso. Halte RT gedrückt, um der linken Stick lässt dich nach oben klettern. Okay. Das haben wir ja gerade schon durch. Ups. Na, komm schon. Schnell hier rauf und zack. Yay. Tut mir leid, aber ey. Die Musik, die ist so irre laut. Kann mein eigenes... Ich kann mich nicht konzentrieren. Um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und A gedrückt werden. Ah, okay. LT gedrückt, der linken Stick lässt sich dann sicher an deinen Gun herunter. Okay. Ja, ich sehe schon, das funktioniert wunderbar. Gefällt mir. Siehst du den Lichtwirbel? Das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später diesem Level zurückkehren möchtest. Ah, okay. Muss das festbinden wieder? Okay, ich muss das Lasso werfen. Huch. Oh, sollten wir auf dem Apfel bleiben. Oh, ich ertrinke, glaube ich, oder? Ja, ich denke mal, wir müssen warten. Oh, 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 oh. Oh nein, ich ertrinke. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ach, Hoppala. Muss ich hier die Äpfel drauf platzieren?
nach Gegenständen zu greifen. Ach, wir bauen hier so eine Brücke und schmeißen dann wahrscheinlich die Äpfel da rein. Okay, dann brauchen wir noch ein... Ich mach mal noch ein paar Äpfel. Kann ich nicht. Die beiden müssen reichen. Na, komm hoch. Ich komme nicht hoch. So, ich bin da. Falls du stecken bleibst, halte gedrückt, um den Abschnitt erneut zu starten. Okay. Oh, was ist das denn? Vogel. Vogel. Zack, 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 zack. Zack. Es ist total süß gemacht, ehrlich. Oh, das ist so niedlich. Ich habe schon ein paar Knoten drin. Ist das richtig so? Huchala. Hoch, schnell. Zieh mich hoch. Wieso kann ich nicht hochklettern? So, ja, los, hoch, hoch. Mhm. Ja. Das funktioniert so nicht. Ha. Jetzt stecke ich schon fest. Ich kann nicht, ich hänge fest irgendwie. Ich muss da aber irgendwie rüber, aber ich hänge fest. Das ist ja echt komisch. Ich muss da rüber, das weiß ich, aber... Irgendwie funktioniert das nicht. Ach, da guck mal, was ist denn da unten? Ach, guck mal. Ich glaube, wir brauchen mehr Garn. Können wir auch hier rüber gehen? Guck mal, da unten. Was haben wir denn da? Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber scheint so, als könnte man das gebrauchen. Jum. Und noch mehr. Fertig eingedreht. Jum. Einmal das Fahrrad hier ziehen. Oder dieses. Ne, was ist das? Ein Dreirad, ne? Fahrrad. Ich bin auch gut. Ah, ich brauch das. Komm her, du. Ich brauch dich. Sonst krieg ich das Tor nicht auf. Genau. Zack.
Rein, drauf und juhu! Tschum! Oh! Und schon brauchen wir wieder neues Garn. Das ist ja echt schön. Echt wunderschön gemacht. Aber wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Hä? Ah. Und whoop. Und ah, nee, das klappt nicht. Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Leider. Aber ich denke, das wird wohl nicht so wichtig sein, oder? Ich weiß es nicht. Tschuck. Zack. Und zack. Nein, hochala. Jetzt ist euch beinahe wieder gefallen. Also krieg ich keinen Schwung. Eins, zwei, drei. Hä? Ich krieg das trotzdem da nicht raus. Oh nee. Ah, jetzt müssen wir nochmal von vorne. Doch, jetzt so kriege ich das. Ha. Okay, dann müssen wir halt nochmal schwingen. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Oh, was haben wir denn da? Noch eine Erinnerung. Mhm. Ein kleines Mädchen, ein Baumhaus. Und. Ah, da können wir wieder speichern. Und uns direkt eindrehen. Mal wieder rausklettern. Ui. Upsala. Das haben wir uns aber wehgetan. Ah, okay. Zurückschieben. Ach nee, wir müssen... Ah, okay. Nein, nein. Das war schon richtig. Den dann nehmen... Okay, wo kommen wir? Oh, auch ein Igel. Ach ne, wie süß. Ding, 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 ding. Oh, das ist mega geil gemacht, ey. Okay, so funktioniert das aber nicht. Wir müssen irgendwas hier draufstellen und dann würde ich sagen, natürlich dieser Klotz. Oh, jetzt sind wir nochmal hingefallen. Wenn das denn geht. So. Muss immer mal gucken, wie die Steuerung nochmal war. Ich finde das manchmal recht schwer. So, ab, zack, durch den Sandkasten schieben.
runter. So. Muss ich überlegen, wie funktioniert das? Genau, so, jetzt kann ich da nämlich hoch. Okay. Ich muss besser springen. Schnell, 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 schnell. Hui. Was hat nicht funktioniert? Upsala. Oh mein Gott. Ich will noch mehr davon sehen, von den Entwicklern. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt wird's aber dunkel hier. Das gefällt mir nicht. Ich denke mal, das werden wir brauchen. Festmachen und wieder hier hochziehen. Ja, es ist ein bisschen holprig, aber dafür brauchen wir das nämlich. Jetzt wären wir ja hier gar nicht hochgekommen. Buchhalla. Kann ich jetzt hier drauf? Nee. Huch. Ich glaube, das war Absicht. Huch. Huch. Hui. Schön. Hast du noch genug Garn, mein Freund? Was ist los? Wir sind am Ende unserer Reise, oder? Sieht aus wie eine Blume. Ja, wir haben es geschafft. Hey. Macht Spaß. Echt schön. Oh, jetzt können wir bestimmt da was ankleben oder so. Und oh, ein Blümchen. Ach, wie süß. Und wir haben Licht gekriegt. Und das ist die Erinnerung, die wir gesammelt haben. Ja, das will ich jetzt aber wissen. Disteln und Gräser. Wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Von der älteren Dame hier. Oh. Sehr schön. Sehr schön. So, das war's auch. Doing, doing. Doing, 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 doing. wir hatten jetzt Disteln und Gräser. 3 von 5 Geheimnissen gefunden. Was bitte? Wo waren denn die anderen? So, wir haben noch das Meer, das Bärenmoor. Obwohl ich das nicht aktivieren kann. Ich denke, das kann man erst später aktivieren. Aber ich bin schon am Ende angereicht. Nee, ich denke, wir können das noch spielen. Ich würde jetzt auch das... Nee, das Bärenmoor können wir nicht spielen. Dann spielen wir natürlich das Meer. Da mache ich natürlich gleich auch schon Schluss. Krebs. Ich bin zwar vom Sternzeichen Krebs, aber ich muss die nicht unbedingt haben. Oh, sehr schön. Wald und... Also für mich sieht das echt aus wie ein Wald. Wo bist du denn? Tipp, tipp, tipp. Wie er sich umguckt. Oh nee, das ist so niedlich, ne? Als wenn das Ding echt wäre. Sich so um, so, ach, wo bin ich denn? Was ist das denn hier alles? Ach, so schön. Dann haben sie Drachensteigen gespielt. Oh, wir haben eine Erinnerung. Huch,
Aber sie ist uns hilfreich, die Dose. So kommen wir nämlich da hoch. So, jetzt können wir hier was festmachen. Hier rüberspringen. Hier was festmachen und... Zack. So, weil das brauchen wir nämlich hier, um es neu einzudrehen. Huch. Nein! Ich bin tot. Oh. Hallo? Na los, da hochschwingen. Einfach wieder hoch. Zack. Und wir müssen uns auch wieder eindrehen, denn der Arme kann nämlich nicht mehr. Oh, was ist das denn? Da müssen wir schlauer nach... Okay, so. Ja, so haben wir ein bisschen gespart. Ich finde das gut, dass man auch gucken muss, wo das Garn bleibt. Genau. Das hat nämlich noch gerade gereicht. Hui. Ja, wo gehen wir denn hin? Boah, ist das geil. Ich sag die ganze Zeit, das ist geil, aber es ist einfach geil. Wenn man nicht gerade stirbt. Ich wusste nicht, dass ich den Drachen lenken muss. Das ist wieder so ein typischer Saya. Hallo? Hä? Okay. Ah, ich muss die ganze Zeit nach oben pusten. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich hab's verstanden. Genau, man muss den Ästen und so ausweichen. Okay, ja, so funktioniert das. Ich bin natürlich ganz schnell nach oben. Das war sehr knapp, aber ich denke, wir müssen auf die andere Seite, weil wir haben da noch was, wie ich sehe. Oh, dafür war das jetzt nur. Wenn wir jetzt auch sparen können. Langsam herunterlassen. Ah, fein. Ah,
nein, 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 nein. Hui, gerade noch geschafft. Okay. Jetzt sind wir bei ganz vielen Tannenzapfen. Können wir die aufeinander stapeln? Ich glaube, da brauchen wir noch eine. Ich glaube, ich gehe mal andersrum da dran und schieb die mal alle. Und dann mache ich auch einen Cut. So, meine Lieben, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.